dreireihig, also drei Reihen. So wie hier alle vorne. Bleib mal kurz auf dem Mikro los. Wunderschönen guten Abend hier aus München. Wir sind hier am Geschwister-Scholl-Platz hier bei der Universität. Hier hinter uns die Ludwigskirche, Ludwigsstraße. Leider die Straße nicht gesperrt, von vorne bis hinten alles bumsvoll, wie ich es immer so schön sage. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der schaut, der da ist, der mitmacht, der gerade Ruhe bewahrt. Mir auch ganz, ganz wichtig. Was soll ich jetzt gerade eben sagen? Ukraine, ganz klarer Fall. Jeder hat Angst, jeder hat die Schnauze voll. Angst wird durch mehr Angst ersetzt und es betrifft jetzt jeden. Jetzt kann wieder jeder mitmachen, jetzt geht auch jeder auf die Straße. Das sind die lustigen Komponenten. Deswegen sage ich an dich da draußen, komm zusammen, bleibt ruhig, bleibt entspannt. Ganz normal, wenn überhaupt, hilft jetzt nur noch Gebet. Wer jetzt sich für die eine oder andere Seite entscheidet, das finde ich ganz, ganz schwierig. Das muss man gar nicht machen, das muss man jetzt einfach aushalten. Das Wichtige ist, aushalten. Ihr seht ja, es finden Säuberungsaktionen statt. Der Dieter Reiter dreht jetzt komplett frei. Also ich meine, wir würden immer so schön sagen, die haben alle ein bisschen zu viel Lack gesoffen gerade eben. Und deswegen sage ich euch, das hier ist auch eine friedliche Veranstaltung. Ich hoffe, dass es am Königsplatz auch friedlich bleibt. Dort sind auch ganz viele Menschen. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass es friedlich bleibt. Und wer jetzt die ukrainische Fahne rausholt, der hat was nicht verstanden. Das hat jetzt viele Jahrzehnte oder viele Jahre keinen interessiert und jetzt sind plötzlich alle mit dabei. Das finde ich eine ganz schwierige Entwicklung, weil für mich ist nur eines wichtig, wehret den Anfängen. Es haben zwei Parteien sich die ganze Zeit hochgeschaukelt, da ist mein Problem und deswegen sollten wir da ganz entspannt bleiben, weder Waffenlieferungen noch sonst irgendetwas dorthin unternehmen, sich einfach raushalten und für diplomatische Gespräche bereit sein. Wer jetzt neutral bleibt, das hat sogar diesmal die Schweiz leider nicht gemacht, der hat die Option, hier noch zu unterstützen für Gespräche. Dass die ganze Sache abgekartet ist und super gut in den Zeitrahmen jetzt passt, da wo Corona gerade explodiert. Es wurde ja auch der BKK-Vorstand da jetzt gerade freigestellt, die Daten wieder von der Webseite runtergenommen. Genau darum geht's. Deswegen, ich melde mich hier aus München von einer guten, positiven Veranstaltung. Die Stimmung ist gut, die Leute sind gut und wir haben richtig Lust, hier Flagge zu zeigen. Und zwar erstens für unsere eigene Freiheit, für die eigenen Grundrechte und wir brauchen nicht die Verantwortung abgeben an die Ukraine oder sonst irgendetwas. Und wer jetzt der Bundeswehr Geld gibt, der lügt sich einfach selber in die eigene Tasche. Die Bundeswehr wurde jetzt über Jahrzehnte kaputt gemacht, da braucht man jetzt auch kein Geld reinstecken. Ganz ehrlich, besinnen wir uns auf Dialog, auf Zurückhaltung, auf Besonnenheit. Das ist das, was wir eigentlich bräuchten. Alles andere ist Kriegstreiberei. Danke an die Medien, dass ihr das so richtig durchhaut, dass ihr Kriegshetze betreibt vom Allerfeinsten. Sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Und ich bin jetzt auch nicht der Jüngste. Das ist großartig. Wir werden euch dazu noch mal zur Rechenschaft ziehen. Und zwar für das, was ihr da gemacht habt. Fake News, Fake News, Fake News. Bild-Zeitung, grandiose Aktionen. Was ihr gerade liefert, ist echt unter aller Kanone. Also die Bilder, da seid ihr schon so oft von Faktencheckern jetzt durch den Kakao gezogen worden und ihr hört auch nicht auf. Das ist es, ja. Und hier ist es, Freunde, gell? Das ist es. Kommt an die Ludwigsstraße, habt da Spaß und steht zusammen. Das ist friedlich. Nur noch bis 1945. Ich würde euch bitten, das wirklich zu machen. Zusammen für die Freiheit! Alle 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 zusammen für die Freiheit! Wir sind die Freiheit! Alle zusammen! Wir sind die Freiheit! Alle zusammen!
Bleib mal kurz irgendwie das Mikro los. Ne? Ja, wunderschönen guten Abend, Benny. Es ist ja wieder hier Lichterkette. Wir haben gehört, es ist mindestens mal Schellingstraße. Wir haben jetzt gerade mal mit dem Motorrad zu meiner Runde vorgefahren. Sieht gut aus heute Abend, ist aber wieder bitterkalt. Aber trotzdem sind die Leute da. Ja, also es sind jetzt doch noch einige gekommen. Am Anfang waren wir ein bisschen skeptisch, ob am Aschermittwoch so viele kommen. Aber es sind genügend da, um auf jeden Fall ein schönes Bild zu machen. Aber wir hoffen natürlich, dass es jetzt dann mehr wird, wenn wir am Sonntag, den 6.3. eine bewegte Versammlung machen dürfen. Das haben wir zugesichert bekommen. Sonntag, 6.3., 14 Uhr, Königsplatz. Und wir haben auch zugesichert bekommen, dass wir dann am 9.3., am nächsten Mittwoch, wieder einen Mittwochsumzug machen können. Das wäre dann der erste seit 8.12. Und wir hoffen natürlich, dass dort viele kommen, aber ich gehe auch davon aus, dass wenn der Mittwochsumzug wieder auf die Straße darf, dass dann wieder deutlich mehr Menschen kommen. Wir werden natürlich auch richtig nochmal die Werbetrommel rühren. Wir werden das nochmal richtig an dich da draußen kommunizieren. Bitte, bitte, 6.3., 14 Uhr und dann entsprechend dann am Mittwoch drauf, bewegte Versammlung. Wo wird es denn starten? Ja, also der 6.3., der geht um 14 Uhr am Königsplatz los. Am 9.3., da haben wir noch keine ganz konkreten Sachen. Eigentlich würden wir absolut am liebsten wieder vom Wittelsbacher Platz losziehen, die ganze Ludwigstraße runter, eigentlich bis zur Münchner Freiheit und vielleicht sogar von dort dann wieder zurück und dann Abschlusskundgebung am Geschwister-Scholl-Platz. Das wäre meine Traumidee. Ich glaube, Wittelsbacher Platz und Münchner Freiheit, das wäre eine gute Verbindung für München. Hört sich für mich ganz gut an. Wenn du draußen Fragen hast, münchensteetauf.de, ganz wichtige Webseite, da findet ihr alle Termine, wo was passiert, wo man hin sollte, wohin müsste. Und sie versuchen uns ja gerade eben abzulenken mit dem ganzen Ukraine-Kram, von dem ganzen Corona-Thema. Ganz klar, unsere Gedanken sind natürlich bei allen Menschen, die im Krieg irgendwie gerade leiden. Wir finden das ganz und gar nicht gut. Wir sind prinzipiell für den Frieden. Das sind wir ganz klar einer Meinung, nicht wahr? Ganz eindeutig. Wir marschieren seit Monaten, seit fast einem Jahr jetzt in München mit Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung durch die Straßen. Und das ist natürlich ein zentrales Thema von uns. Wenn die SZ uns jetzt hinstellen will, dass wir uns lächerlich machen, wenn wir noch mit Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung skandierend durch die Straßen ziehen, dann macht sich damit die SZ lächerlich. Denn die Worte sind die Werte, dafür stehen wir. Egal ob in München oder irgendwo anders. Wir stehen auch für Versammlungsfreiheit in Russland. In Russland könnten die Leute gegen diesen Krieg demonstrieren, wenn nicht zum Beispiel Infektionsschutzmaßnahmen herangezogen würden, um diese Demonstrationen zu verhindern. Wir kennen das von hier auch. Wir stehen für Versammlungsfreiheit überall. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Hier wird ja gespalten, bis der Arzt kommt. Also das ist wirklich ein Fall für einen Arzt. Der Rest ja meistens nicht. Da haben wir doch ein gemeinsames Thema, dass wir sagen, hier wird jetzt gerade auf die anderen verwiesen, dass man dort nicht demonstrieren darf, aber hier schmeißen wir uns dieselben Lappen vor die Füße und da ist es aber kein Problem. Jetzt werden auch die Leute nach Gesinnung entlassen. Also ich erinnere hier an den Stardirigenten, da wo sich auch unser Spezialist Herr Reiter ja wirklich mal grob in die Nesseln gesetzt hat. Das passt doch alles ganz gut zusammen, oder? Ja, also das ist natürlich sehr traurig zu sehen. Ich würde mir wünschen, dass unsere Bewegung diese Integrationskraft, die sie schon immer bewiesen hat, auch für diesen Krieg beweist, dass bei uns Ukrainer und Russen friedlich zusammen demonstrieren können für Frieden. Wir sehen jetzt die Demonstrationen für die Ukraine. Für mich ist dort ein gewisser Ausschluss der Russen, die auch für Frieden demonstrieren wollen. Wir sind ganz klar offen für alle, die für Frieden und Freiheit demonstrieren wollen. Ich glaube, da braucht man auch nicht, gar nicht drüber diskutieren eigentlich, aber anscheinend wieder doch, weil das heißt wieder, man darf, der eine darf bei dem anderen nicht mitmachen. Das finde ich einfach, da macht doch gar kein Frieden, Freiheit-Thema überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also da stellen sich jeder meine ganzen Fußnägel auf, jetzt sofort, wenn ich da nur dran denke. Ja, also es wird für Frieden demonstriert und impliziert wird eigentlich auch wieder eine Spaltung. Wir sind die Bewegung gegen Spaltung überall und natürlich auch gegen diesen Krieg, der auch eine ultimative Spaltung darstellt. Deswegen schließe ich mich da auch nochmal ganz klar an. Keine Waffenlieferungen an irgendjemand. Wir sollten uns einfach raushalten, neutral bleiben. Wir können über Gebet reden, wir können über Gemeinsamkeit reden. Über alles andere, eine Seite zu bevorzugen, können wir nicht reden. Die 10 Jahre, wo das jetzt hier schon geht, wo wir alle wissen, die Ukraine ist ein schwieriges Pflaster,
da muss ich einfach sagen, da haben wir nicht genug Expertise, um da mitzureden. Wir sollten aber auch nichts befeuern. Und irgendwelche Sanktionen, die wir als Einzigste in Europa hier dann, wo wir drunter leiden, die finde ich völlig lächerlich. Der Amerikaner hat überhaupt nicht aufgehört, irgendwelches Gas oder Öl von Russland zu beziehen. Aber wir machen das jetzt. Also ich finde, das ist einfach, wie sagen die Indianer so schön, mit gespaltener Zunge sprechen. Es ist mit gespaltener Zunge. Ich will jetzt nicht auf das Thema Gas eingehen, obwohl man darüber einiges sagen kann. Aber die Aufrüstung, die jetzt beschlossen wird unter tosendem Beifall, da bin ich skeptisch. Da bin ich skeptisch. Deswegen von mir, Benny, herzlichen Dank. Wir sehen uns am 6.3. etc. Und, eine kurze Sache habe ich noch. Wir haben wahrscheinlich jetzt dann auch bald einen München steht auf YouTube-Kanal. Vielleicht kann man sich den dann auch mal anschauen. Haben wir jetzt gerade ganz heiß zu verkünden. Wir verweisen natürlich drauf, ist ja ganz logisch. Und Benny, danke dir für eure ganze Aktionen hier. Danke fürs Zusammenstehen immer wieder. Danke dir dafür, dass du berichtest. Sehr gerne. Ich bin immer für euch da. Ich schließe mich auch hier jetzt gleich wieder an. Wir drehen natürlich hier weiter, schauen, dass wir ein paar Stimmen einfangen. Bis demnächst. Zusammen für die Freiheit! Alle 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 zusammen für die Servus! Für die Freiheit! 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 Ganz wichtig, wenn ihr Spaß haben wollt, lauft öfters mal über die Ampel. Das hier macht Spaß mit der Truppe. Die geben richtig Gas, auch akustisch. Da kriegt man wirklich Ohrenschaden. Vor allem die Pfeifen sind mittlerweile echt gut geworden. Yeah.
weg. Alle zusammen für die Freiheit! 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 Münchner Absurdistan. Es werden Pferde auf die Straße gestellt, um das Überqueren der Straße zu verhindern. Das macht richtig viel Sinn und wird gerne genommen hier in München.